Kennt ihr das? Wenn alles so ein bisschen auf den Sack geht. Ich habe übrigens den Winkel der Kamera hier ein bisschen verändert. Ich dachte, so ein bisschen Abwechslung tut vielleicht mal ganz gut. Aber vielleicht natürlich sollte ich auch diesen einen Winkel der ersten drei Episoden ewig beibehalten. Vielleicht ist genau das, was diese YouTube-Videos ausmacht, dass man meinen Kopf, dass man von unten in meine Nasenlöcher hineinsehen kann. Und bitte geh jetzt aus dem Weg, du oller Radfahrer. Oh, irgendwie habe ich heute schlechte Laune. Ich weiß auch nicht warum. Es gibt jetzt gleich Pfannkuchen. Ich sollte also richtig gute Laune haben. Aber heute ist nicht gut. Heute gehen mir Leute eher potenziell auf den Sack. Aber um euch etwas zu sagen, es gibt diese Sendung hier, Sendung in Anführungsstrichen, den Roadtrip, vielleicht sollte ich sie auch umbenennen, Road Rage, gibt es seit heute auch als Audio-Podcast, also als reinen Audio-Podcast. Das heißt, wenn ihr meine hässliche Hackfresse nicht sehen wollt, und ich würde meine hässliche Hackfresse nicht sehen wollen, dann könnt ihr das Ganze unter sloppyfloppy.de als Podcast abonnieren. Ja, da habt ihr oben im Menü eine Verlinkung Podcast und da könnt ihr einfach den Feed zu eurem Podcatcher hinzufügen. Ich habe es jetzt noch nicht bei iTunes eingefügt, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich da vielleicht mehrere Formate machen werde und dann mehrere Feeds haben werde. Also quasi ein Feed, wo alles drin landet, was ich so als Podcast mache. Und da landet dann unter anderem auch der Roadtrip drin. Aber vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was anderes, Hörspiele oder sowas. Und ich finde, da sollte man dann eher getrennte Feeds haben, weil sich die Hörspiele nicht mit dem Roadtrip hier vermischen sollen. Und deshalb habe ich das Ganze noch nicht bei iTunes eingereicht, weil ich da mich noch nicht final zu einer Sache durchringen konnte. Also guckt einfach mal unter sloppyfloppy.de. Eine sehr pixelige Webseite, könnt ihr mal angucken. Kinder der 80er Jahre werden sich grafisch bestimmt an irgendetwas erinnert fühlen, wenn sie diese Seite besuchen. Aber nichtsdestotrotz kann man dann unter dem Punkt abonnieren, beziehungsweise unter dem Punkt Podcast, kann man dann den Roadtrip Podcasts abonnieren als reine Audioversion, aber ohne Schnickschnack, ne? Also ohne Jingles und so weiter. Das ist im Prinzip einfach nur die Tonspur dieser Videos in einen Feed reingepackt. Was anderes wird dieser Podcast auch nicht werden, denn ich habe ja dieses Roadtrip-Projekt mir gerade deshalb überlegt, weil ich es einfach so machen kann, ohne Nachbearbeitung, ohne Schnitte oder sonst was. Und deshalb findet auch in der Audioversion einfach keine Form der Nachbearbeitung statt, sondern es ist so, wie es ist. Aber das ist ja auch das Schöne, das ist das Unverfälschte, das Ehrliche an diesem Format. Meine Fresse, warum bin ich denn heute so schlecht drauf? Ich weiß es überhaupt nicht, ey. Vielleicht muss ich mal wieder ein bisschen Bier trinken. Nein, ich hatte gestern ganz viel Bier auf dem Rapalje Sommerfolk Festival. Hatte ich, glaube ich, 10 oder 11 Bier oder so. Und ich war nicht mal angetrunken danach, weil das war halt so ein typisches Festivalbier, glaube ich, das zu 99% aus Wasser bestand und zu 1% aus dreckigem Wasser, um dem Wasser so eine gewisse Farbe zu verleihen. Aber Bier war daran kaum etwas. Und so habe ich einfach mal 20 Euro für Bier ausgegeben, ohne auch nur den Hauch von Bier auch zu spüren in mir. Aber nun denn. Ja, es gibt Pfannkuchen heute Abend zu essen. Es gibt jetzt einen Audio-Podcast vom Roadtrip. Was kann ich euch noch erzählen? Ich habe den Kamerawinkel verändert. So seht ihr jetzt auch ein bisschen, was in der Heckscheibe passiert, nämlich offensichtlich helles, weißes Licht. Aber ab und zu sieht man auch da jetzt ein paar Bäume dann vorbeiziehen. Ja, was soll ich euch sagen? Und ansonsten werde ich jetzt gleich zu Hause sein. Auto waschen gehe ich heute nicht, hatte ich ursprünglich vielleicht vor, aber ehrlich gesagt will ich jetzt einfach nur noch Pfannkuchen essen. Dann gibt es Neuigkeiten in Bezug auf meine Musik, und zwar unter dem Namen Engelsblut. Das ist ja eigentlich so mein bekanntestes Musikprojekt, gibt es jetzt seit 1998, ja, so alt bin ich schon. Hat nie so wirklich durchgestartet, also wenn man es jetzt an finanziellen Meilenstein messen möchte, ist Engelblut
ist Engelsblut immer so ein bisschen auf Dorfniveau geblieben, hat aber eine Zeit lang, denke ich mal, schon so einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Gothic-Szene erlangt. Und hier und da trifft man dann immer noch auf Leute, die das Ganze auch ganz gern hören. Engelsblut gibt es nach wie vor immer noch im Prinzip fast jedes Jahr ein neues Album. Und die sind in der Regel dann auch nicht klein. Also so manches Album umfasst dann 20 plus Titel. Das Ganze war bislang erreichbar unter Engelsblut. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann mein eigenes Musikprojekt nicht mehr aussprechen. Engelsblut.tv. Da ich aber meinen Hoster ja umgezogen habe, was ja unter anderem Radio Tatooine betraf das dann letztendlich auch Engelsblut. Und da so eine .tv-Domain im Monat irgendwie nochmal 5 Euro extra gekostet hätte, lasse ich die jetzt einfach auslaufen. Habe dann eine .net-Domain genommen, die war nämlich noch frei, alle anderen sind ja schon irgendwie vergeben für irgendeinen Bullshit. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die engelsblut.net-Domain genommen für 1,64 im Monat, alles ganz fein. Und darauf habe ich jetzt auch schon die Webseite umgezogen. Des Weiteren, für die Leute, die jetzt hier zugucken und die Engelsblut kennen, ist eins der Uraltalben mittlerweile auch wieder in der Diskografie verfügbar, nämlich das Album Uhrwerk aus dem Jahr 2004. Ist nicht so umfangreich, das Album. Ich glaube, es hat nur 8 oder 9 Titel. Aber egal, da sind einige, glaube ich, einige Engelsblut-Klassiker, wenn man das so nennen darf, sind auf diesem Album Uhrwerk drauf, die aber in den letzten Jahren offiziell gar nicht mehr verfügbar waren. Und jetzt habe ich sie einfach mal wieder draufgehauen. Da kommen noch weitere ältere Stücke. Ja, das Ding ist, ich habe ein bisschen das Problem, dass alles, was aus den ganz, ganz frühen Engelsblut-Jahren kommt, dass das Ursprungsmaterial, also da habe ich keine RAW-Dateien oder sowas. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, das war Ende der 90er. Da hat so ein Megabyte-Festplattenspeicher noch 480 Milliarden Euro gekostet. Mann, ey. Viel zu teuer war das da. Und deswegen habe ich von manchen Liedern aus dieser Zeit auch wirklich nur noch MP3s in 128 Kilobit pro Sekunde. Was total zum Kotzen ist. Aber ja, in der Zeit hat man genommen, was man gekriegt hat. So. Und naja, auf jeden Fall ist es halt so. Und da sortiere ich einiges an Dateien, die noch auf alten Festplatten herumliegen. Und falls irgendjemand von den Engelsblut-Hörern noch die ganzen alten Alben hat, sowas wie Nebel und Angstschrei und so weiter. Falls also irgendwer die noch komplett hat, kann er sich mal bei mir melden. Dann nehme ich diese Dateien gerne in Empfang. Das erspart mir vielleicht monatelanges Sortieren. Sollte das nicht der Fall sein, sollte sich keiner melden, dann ist das halt so. Dann muss man der Wahrheit ins Gesicht blicken und sagen, jo, dann musst du jetzt wohl noch mal selber suchen, Benjamin. Wer seine Sachen nicht ordentlich hält, der hat halt Pech. Das Problem ist halt, ich habe viele der Dinge irgendwann gar nicht mehr als so relevant betrachtet, weil für mich die große Engelsblut-Historie eigentlich erst mit 2005 mit Herzträume angefangen hat. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil mit die populärste Zeit von Engelsblut waren eigentlich die Jahre, ich glaube 2001 bis 2004 oder so, auf der Plattform mp3.de. Und ganz viel aus dieser Zeit, also aus dieser mp3.de Zeit, die Seite gibt es immer noch, mp3.de, aber es ist nicht mehr das, glaube ich, was es früher mal war. Früher war es einfach eine Plattform für Künstler, um ihre Musik in Form von MP3s da öffentlich zur Verfügung zu stellen. Und das war so Ende der 90er eigentlich schon ziemlich cool, dass das so ging. Und natürlich war die Domain an sich, mp3.de, sehr, sagt man, sehr naheliegend. Also wenn jemand
Also damals ich gedacht habe, oh, ich will MP3s haben, also gebe ich mal ein www.mp3.de. Also hatte man schon ein großes Publikum erreicht als Künstler. Und da ich relativ früh dabei war, also ich war vor mp3.de, irgendwann so in den 90, also Ende 90er, so 99 bis 2000, 2001 oder so, gab es mal so eine ähnliche Plattform, die aber international war, die hieß virtualvolumes.com oder so. Und das war im Prinzip was Ähnliches, ne? Also so eine Plattform für Indie-Musiker, bei der man seine eigenen MP3s hochladen konnte, die dann da zum Download standen. Und ja, wie gesagt, bei mp3.de habe ich es auch gemacht, immer kostenfrei und so weiter. Alter, und da hatte ich ganz schön viele Alben und da habe ich eigentlich so, glaube ich, schon die meisten Fans dazu gewonnen. Und damals waren ja auch noch so Sachen wie Last.fm sehr populär. Ne, kennt ihr das noch, Last.fm, ihr Leute unter 30? War so eine Plattform, da konnte man seine Songs scrobbeln. Das hieß also, man hatte so Nutzerprofile und man konnte dann auf diesen Nutzerprofilen sehen, was man so an Musik gehört hat. Da gab es dann früher ein Plugin für Winamp, was so der Windows-Musikplayer, also es war Windows-MP3-Player, den man bevorzugt benutzt hat. Und dann gab es halt so ein Last.fm-Plugin. Ich glaube, irgendwann war es auch so in die Software integriert und dann konnte man da seine Last.fm-Benutzerdaten eintickern und dann, wie gesagt, hat man halt auf dem Last.fm-Nutzerprofil gesehen, was man so für Musik hört. Und man konnte sich dann irgendwann bei Last.fm auch als Künstler einfach anmelden und da dann da auch nochmal MP3s hochladen und, und. Also es war eigentlich schon, war eine ganz interessante Phase und wenn man da relativ schnell dabei war, dann hat man natürlich auch sich sein Publikum nicht mit so vielen anderen teilen müssen, weil halt eben so die berühmten, reichen, populären Bands haben das mit dem Internet, beziehungsweise deren Plattenlabels haben das mit dem Internet eigentlich erst eher relativ spät erkannt. Das ist ja die Zeit so von Napster und so weiter, wo das Internet eigentlich eher der Feind der großen Künstler war. Und das war natürlich der Vorteil für so kleine Künstler, die das Internet mit offenen Armen begrüßt haben, weil sie es für sich als Plattform nutzen konnten. Und zwar ganz losgelöst von den Großen. Ja? Also war man mal auf einer Plattform, auf der man halt eben nicht mit Rammstein und Das Ich und In Extremo konkurrieren musste, weil die auf diesen Plattformen größtenteils gar nicht vertreten waren und erst recht nicht mit kostenloser Musik. Ja? Also das war natürlich mein Vorteil. Weiß gar nicht, was ich jetzt ursprünglich erzählen wollte. Auf jeden Fall, ab sofort gibt es auf englischblut.net auch das Album Uhrwerk aus dem Jahre 2004. Und ich hoffe, in den kommenden Wochen kommen dann noch ein paar mehr alte Alben wieder dazu. Und ja, mich würde mal interessieren, wie ihr denn so eure, also ab wann wart ihr im Internet und könnt ihr euch noch so an die frühen Zeiten erinnern? Kennt ihr noch das IRC, also IRC, Internet Relay Chat? Ja, das war so, ich würde mal sagen, so das Knuddels unserer Zeit, also ein internationales Chat-Netzwerk, das immer noch existiert, auf dem man quasi, auf dem man mit einem bestimmten Chat-Client zugreifen kann und sich dann auf bestimmten Chat-Servern einloggen kann und da gibt es dann wiederum bestimmte Chat-Channel und so. Und das war eigentlich eine spannende Zeit, also gerade noch so die Zeit, in der man sich vielleicht noch stundenweise mit seinem 56K-Modem oder 28.8er-Modem hatte ich zuallererst eingewählt hat ins Internet und dann hat man halt gedacht, boah, ich habe heute Abend eine Stunde Internet, da gehe ich doch mal in irgendwie so ein IRC-Channel und keine Ahnung. Und da hatten wir dann tatsächlich so eine richtige Chatgruppe und es gab dann auch so ein Chatter-Treffen, würde ich jetzt, also das klingt immer alles sehr cheesy und so obernerdy. Und natürlich war das auch irgendwie obernerdy, aber ich habe auch das Gefühl, heute wäre das was anderes als damals. Damals, das war so Ende 90er, früher 2000er, da war es halt so, klar, da waren im Prinzip schon eher so die Nerds, die irgendwie stundenlang im Internet rumhingen, weil es auch,
und auch in diesen Chats, weil es halt einen gewissen technischen Aufwand bedeutet. Es ist jetzt nichts, was man nicht in 3 Sätzen erklären könnte, aber es ist halt dann doch mehr Aufwand gewesen, als auf knuddels.de gehen, obwohl es natürlich Knuddels auch schon Ewigkeiten gibt, aber auf knuddels.de zu gehen und sich da einfach anzumelden, zack, bumm, und dann läuft das. Ne? Also man musste ein Programm installieren und da war es auch noch eine Shareware und so weiter und man hat sich dann also irgendwo eine gecrackte Version gezogen und so weiter und hat dann erstmal einen Server da eintragen müssen und dann musste man erstmal den Textbefehl wissen, wie man so einen Kanal joint und so weiter. Und tatsächlich, wenn ihr Knuddels kennt, da werden mich jetzt viele Nerds wahrscheinlich verschlagen wollen, aber wenn man sich mal Knuddels anguckt, da hat sich gar nicht so viel verändert seit den Anfangstagen von Knuddels. Und im Prinzip steckt da auch noch so ein bisschen der IRC-Geist schon drin. Also auch Knuddels, da funktioniert einfach unglaublich viel über irgendwelche Textbefehle und so weiter. Wenn ich das noch richtig einschätzen kann. Denn ich habe da tatsächlich nach wie vor ein Profil, einfach ab und zu, um ein neues Album zu promoten, gehe ich da in die Gothic-Gruppe rein und so weiter und mache einfach ein bisschen Werbung auch für mich selbst, warum nicht. Auf jeden Fall, das kommt dem zumindest noch vergleichsweise nahe, wenn man mal ein Gespür dafür haben will, wie das früher war. Denn man kann sich natürlich auch heutzutage noch mit dem IRC-Client irgendwo ins IRC einloggen, aber das ist jetzt meine Empfindung, das ist halt nicht mehr so das gleiche wie früher. Also die Leute, die da abhängen, sind halt wirklich so die Hardcore-Leute, die da wahrscheinlich schon seit 20 Jahren abhängen. Und die hängen da auch nicht unbedingt ab, um noch so ein bisschen Chat-Spaß zu haben. Ne? Denn das war tatsächlich damals vorhanden. Der Chat war einfach eine neue Technik für uns und man hat einfach seine Zeit versucht zu nutzen, die man da drin hatte. Man war dann halt 1, 2, 3 Stunden abends in diesem Chatraum drin und hat dann da tatsächlich einfach, keine Ahnung, Spaß gehabt. Das klingt jetzt sehr traurig, wenn ich das so sage, ja. So nach dem Motto, oh, da musst du dir in den Chat gehen, damit er Spaß haben kann. Nein, natürlich musste ich das nicht. Na gut, vielleicht musste ich schon. Man hat einfach, weil es einfach für einen selbst eine völlig neue Erfahrung war und spannend war, dass man einfach mal mit diesen bislang unbekannten Leuten auch so eine gewisse Dynamik entstehen lassen kann über so einen Textchat. Und das war einfach eine unglaublich spannende Zeit. Dann gab es auch so Rollenspiel-Channels, wo man dann so eine Art Textrollenspiel gespielt hat, wo dann jeder eine bestimmte Figur übernommen hat. Aber sowieso hat in diesen Chaträumen häufig jemand so eine bestimmte Figur übernommen. Also jeder hatte im Prinzip immer so seine bestimmten Charakterzüge, die sich in so einem Chat deutlicher präsentiert haben, als vielleicht in so einem normalen Alltagsgespräch. Also es war schon eine coole Zeit. Ne? Mein Nickname damals war Cyberkeks. Ja, das ist jetzt, das ist tatsächlich sehr peinlich, Cyberkeks. Aber was soll's. Damals hielt ich das für unglaublich einfallsreich. Und das war noch eine echt schöne Zeit. Also damals auch meine erste Freundin tatsächlich in unserem Stamm-Chatraum kennengelernt. Die Thekla, wenn sie dieses Video sieht, wird sie wahrscheinlich widersprechen. Aber für mich war es damals meine erste große Liebe. Und die habe ich im Chat kennengelernt. Also wenn Nerd, dann schon richtig. Ja. Allerdings, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es war nicht meine erste Chat-Erfahrung. Ich musste früher mal babysitten für meine kleinen Cousinen und die hatten dann BTX zu Hause. BTX ist also im Prinzip so der Vorläufer vom WWW in Deutschland, also Bildschirmtext von der Deutschen Telekom oder ja, von der Deutschen Post war es glaube ich damals noch, BTX. Und da gab es dann auch so Textchats irgendwie und dann gab es dann natürlich auch so diese ganzen Erotikchats und ich glaube, da hatte ich tatsächlich das erste Mal den Namen Cyberkeks genommen und mich als Mädel ausgegeben und war dann in so einem Textchat und natürlich wurde ich dann gleich von irgendwelchen wollüstigen alten Säcken angeschrieben. Das war meine erste Erfahrung, glaube ich, mit irgendwelchen Online-Dingen. Aber naja, was soll's. Das hat mich wahrscheinlich geprägt für lange Zeit. Okay, ich bin jetzt zu Hause. Leute, jetzt ist meine Laune auch gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang, weil ich schon wieder nostalgisch werden konnte mit mir selbst. Und ich hoffe, ihr seid auch gerne mit mir nostalgisch und freut euch über den neuen Kamerawinkel und hört doch mal in das Album Uhrwerk von 2004 hinein. Das wäre richtig toll. So, jetzt gucken mich schon Leute an von außen. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Teebeutel P oder euer Benjamin hier auf unserem
YouTube-Channel T-Bottle P Motherfucking Hell of Darkness. Gut. Ja. Tschüss.